Schönen guten Tag. Heute reden wir mal über ein Thema, das viele von euch vielleicht ja schon mal in Erwägung gezogen haben, aber hoffentlich nie in die Tat umsetzen mussten. Die Unfallflucht oder im Fachjargon auch das unerlaubte Entfernen vom Unfallort. Was passiert eigentlich, wenn du jetzt nach einem Unfall einfach die Biege machst? Also zunächst einmal, und ich sage das in letzter Zeit tatsächlich öfter bei den Straftaten, die ich hier bringe, Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt. Es ist eine Straftat, die ernste Konsequenzen nach sich ziehen kann. Aber was genau bedeutet das jetzt für dich? Was ist die Unfallflucht? Ja, ganz einfach. Verlassen des Unfallorts ohne Austausch von Personalien. Zweitens, keine Hilfeleistung für Verletzte. Drittens, keine Benachrichtigung der Polizei. Ganz einfach. Welche Konsequenzen drohen? Geldstrafe oder Freiheitsstrafe. Bis zu 3 Jahren. Punkte in Flensburg. Führerscheinentzug. Warum sollte man bleiben? Genau aus den Gründen, die ich gerade aufgezählt habe. Aber zusätzlich kommt Folgendes noch in Betracht. Versicherungsschutz. Deine Versicherung könnte den Schaden nicht übernehmen. Moralische Verantwortung. Verletzte brauchen ja eventuell deine sofortige Hilfe. Drittens, rechtliche Verpflichtung. Du bist ja gesetzlich dazu verpflichtet, zu bleiben und deine Daten auszutauschen. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer will jetzt schon seinen Führerschein verlieren oder vielleicht sogar ins Gefängnis wandern, nur weil er zu feige war, sich der Situation zu stellen? Also bleib lieber vor Ort und tu das Richtige. Interessante Frage für dich. Was würdest du jetzt eigentlich tun, wenn du Zeuge einer Unfallflucht werden würdest? Würdest du die Polizei rufen oder würdest du sagen, ach egal, komm, ist nur eine kleine Schramme? Ich hatte mal eine Mandantin, die war Rentnerin. Die war mit 2 anderen Mädels einkaufen, also shoppen. Als die zurück zum Auto kam, hier schnatter, 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 sind ins Auto gestiegen, haben erstmal schön die Musik aufgedreht. Dann hat meine Mandantin die anderen beiden Frauen nach Hause gefahren. Und als sie selbst zu Hause ankam, da hat die Polizei bei ihr schon vor der Tür gewartet. Helle Aufregung in der Nachbarschaft. Die hatte noch nie was mit der Polizei zu tun. Und ihr wurde vorgeworfen, sie hätte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt, also Fahrerflucht. Und sie, nein, ich habe wirklich nichts gemacht und so weiter. In ihrem Fall ging es tatsächlich noch mal gut aus. Die kam noch mal mit einem blauen Auge davon, weil sie beweisen konnte, dass sie es wirklich nicht gemerkt haben konnte. Die ist rückwärts aus einer Parklücke rausgefahren. Rechts daneben stand ein Auto. Der hatte dann aber hinten links einen kleinen Schaden. Und sie hatte, als die Polizei vor Ort war, vorne rechts einen kleinen Schaden, den sie natürlich nicht gesehen hat, weil sie ja mit dem Auto bis dato oder bis dahin noch gefahren ist. Jedenfalls gab es Schrammen und die waren miteinander quasi vereinbar. Gleiche Höhe und so weiter. Ja, sie hat den anderen Wagen wirklich beschädigt, aber in dem Fall, Fahrerflucht ist eine Vorsatzstraftat, die kann man nicht fahrlässig begehen. Und in ihrem Fall konnten wir das beweisen, weil die anderen beiden Frauen nochmal angehört wurden und so weiter, dass sie es wirklich nicht gemerkt hat. Aber grundsätzlich reicht es nicht aus, wenn man nur sagt, habe ich ja gar nicht gemerkt. Das funktioniert natürlich so nicht. Also ihr wisst Bescheid, es ist eine Straftat. Und dieses Risiko würde ich nicht eingehen, denn am Ende seid ihr ja versichert. Eure Versicherung würde den Schaden ja sofort übernehmen. Ist doch überhaupt kein Problem. Also, wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, Gold.